Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Raft. Und zwar meine Episode, ich habe irgendwie den Eindruck, da ist Wasser. Meine Episode 4 in meinem Let's Play, da ist wirklich Wasser. In meinem Let's Play in Raft und wir haben keine Planken mehr. Ja, ich habe beim letzten Mal ja ein bisschen ausgebaut und von daher, wir haben keine Planken mehr, ich habe doch zwei. Achso, ich habe es ja gerade im Netz geholt wahrscheinlich. Ja, denn die Imba-Netze sind am Start und das ist natürlich, das muss man jetzt einfach mal so sagen, das ist wirklich wichtig in Raft. Und da kann man wirklich ein bisschen entspannter arbeiten. Und sich auch mal wirklich einfach auf das Vorankommen konzentrieren. Ich habe ja noch einen Fisch im Garten. Ist ja cool. Habe ich auch noch rohen Fische, bloß die großen, die bringen mir jetzt nichts, ne? Das hatten wir, glaube ich, schon mal, das Thema. Schrott mache ich auch mal da rein. Fangnetz mache ich auch mal da rein. Ich baue die dann später wieder mal in größeren Mengen, aber jetzt erstmal nicht. So, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf das, was ich habe und überlege dann, was ich als nächstes tatsächlich unbedingt bauen muss. Ich muss das Floß ein bisschen verlängern, also hier auf dieser Seite auf jeden Fall noch ein bisschen zulegen. Eine, zwei Reihen. Diese zwei Reihen hier unten vollständig machen und da könnten natürlich auch ein paar Fangnetze mit dazu, dazwischen. Das ist, oh nein! Das ist sowas. Das kann ich. Ah, jetzt aber. Das ist jetzt nicht wahr, ne? Ich dachte schon, ich krieg's gar nicht mehr. Und dann muss ich mir natürlich überlegen, ich brauche auf jeden Fall demnächst einen größeren Grill. Ich bin gar nicht sicher, ob ich den schon erforscht habe. Wir gucken einfach mal hier durch. Ne, da ist er. Fortschrittlicher Grill. Ich brauche Metallbarren. Ach ne, das war der ganz große. War das der ganz große Grill? Gab es da nicht noch einen dazwischen? Hängematte, ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht so. Aber wäre natürlich super. Der bessere Haken wäre natürlich auch cool. Bräuchten wir aber Bolzen. Und ja, da braucht man noch nicht drüber nachdenken. Jo, okay, da gibt es noch, wie ihr seht, jede Menge zu erforschen. Und das ist tatsächlich was. Oh, ich könnte was lernen. Spawns a Llama. Wenn ich das jetzt lerne, ist dann eine Ziege da. Ich habe diese zugegeben, das habe ich wirklich noch nicht gespielt. Ich weiß, dass das da ist, aber kommt die dann einfach, die Ziege, und dann muss ich sie wahrscheinlich versorgen und wenn sie stirbt, ist sie tot oder so. Da möchte ich erst ein bisschen mehr Platz haben und dann überlegen, was das heißt. Das ist auch cool. Ich habe so langsam, glaube ich, wieder. Ich glaube, ich müsste jetzt mal dieses eine Sammelnetz bauen. Das, da war der Plan, das hier an die Seite zu machen. Hier. Und dann hier vorne. Zuzumachen. So. So war der Plan. Und jetzt ist die Frage. Okay, dann hat sich die Frage hat sich jetzt schon geklärt. Die Dinge sind alle. Die Blanken. Und ich würde gerne mal was trinken, glaube ich. Und dann wahrscheinlich feststellen, dass ich da noch Planken drunter legen muss. Nee, passt. Ich habe nichts auf dem Grill liegen schon wieder. Oh, es ist ja furchtbar. Ich brauche Fisch. Wo ist er denn? Ey, er ist tot.
So, jetzt aber ganz schnell nach oben und ganz schnell nach dem Floß suchen. Es dauert eine Weile, bis der neue Hai kommt, aber das gab jetzt vier schöne Fleischstücke. Also Fisch, Haifischstücke. Und das sollte man sich echt nicht entgehen lassen, das ist total wichtig, wenn man diese Bestie schon ermordet hat. Und das kostet natürlich meistens den Speer, wie ihr gesehen habt. Und das Blöde ist, ich habe keinen neuen. Na gut, da muss man jetzt durch. Das ist die Trophäe, die kann man sich auch anziehen, wenn man möchte. Dann sieht das so aus. Moment, das war die falsche Taste. Man sieht also nichts mehr auf gut Deutsch. Aber hier gibt es jede Menge Fisch. Und halt, ich wollte das doch eigentlich hier reinlegen. Denn die passen nämlich auf den kleinen Grill. Und wir müssen jetzt ganz, ganz dringend natürlich einen neuen Speer machen. Das sozusagen jetzt das Wichtigste. Und der kostet unter anderem auch. So, hier ist Wasser ist fertig, das ist cool. Und Hai bringt natürlich ordentlich satt. Sattigkeit, Sättigkeit. Ich glaube, ich präpariere trotzdem erstmal die letzte Dingens, die er hier kaputt gemacht hat. So, und jetzt müssen wir einen Speer bauen. Denn nach dem toten Hai, nach dem Hai ist vor dem Hai, also es kommt definitiv wieder ein neuer. Da könnt ihr ganz, 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 ganz sicher sein. Das Spiel wartet da auch nicht allzu lange. Ich könnte jetzt schon so ein, oh, ich könnte jetzt schon den besseren Speer bauen. Kostet weniger Planken, ne? Der kostet 8. Und der einfache. Ach ne, ist ein Pfeil, ist ja gar kein Speer. Ach. Aber es gab doch auch einen besseren Speer, ne? Hab ich den schon erlernt oder gibt es den doch nicht? Ne, der steht ja dann hier hinten dran, glaube ich, ne? Wenn ich mich recht entsinne, kommen die Verbesserungen dann da hinten immer dran. Naja, gut. Aber ein Bett kann ich bauen, das ist cool. Und die größere Anbaufläche habe ich schon, auch das ist cool. Und ein Eimer, für was brauche ich einen Eimer? Unkompliziert und nützlich. Für was brauche ich einen Eimer? Ziegel ist natürlich noch in weiter Ferne. Da müsste man erstmal einen Anker bauen. Einen Wurfanker. Bräuchte ich Steine und das hätte ich eigentlich alles. Okay. So, jetzt konzentrieren wir uns mal wieder aufs Spiel. Ja, so, konzentrieren wir uns aufs Spiel, haben wir gesagt. Und schwupp. Haben natürlich jetzt eine Riesenladung hier an Nägeln. Wir haben eine Riesenladung an Seil, das ist auch gut. Und wir könnten auch einen Stapel davon wegmachen. Und durch den Haifisch haben wir natürlich auch noch super viel Futter, gutes Futter, leckeres Futter. Aber ich bereite jetzt mal die erste Anlandung an einer Insel vor. Und das heißt, ich brauche auf jeden Fall auch idealerweise einen Haiköder. Wobei man natürlich mit, also auch ohne Haiköder da zurecht käme. Man müsste halt dann ab und zu immer wieder warten. Aber es ist halt deutlich einfacher, wenn man vorbereitet ist. Gut wäre natürlich noch eine Axt, die habe ich jetzt nicht. Ja, und es wäre super, wenn wir den Fisch auch fangen würden. Und nicht vorher die Angeln einziehen. Da beißt schon an. Ich weiß, dass du anbeißen willst, Fisch. So. Ich weiß nicht mehr, welche Fische man braucht für den Haifischköder. Das werden wir mal gleich rausfinden.
Einen fange ich erstmal noch. So, das heißt, Steak ist fertig und wir haben einen tierischen Hunger. Und ihr seht, da geht was, ne? So, und dann gucken wir gleich mal nach dem. Das ist. Wo ist denn der Heilköder? Da ist er nicht. Da ist er. Seil brauchen wir und drei von diesen Fischen. Zwei von diesen Fischen. Also Hering oder Zebras. Hier haben wir so genau die richtigen gefangen. Ich habe einen Heilköder. Super. Das ist cool und Seil braucht man. Das ist auch okay. Das macht ja auch Sinn, dass man das hat. Und dann würde ich sagen, die nächste Produktion, die jetzt ansteht, ist auf jeden Fall Einwurfanker. Moment, ich habe Durst. Dann sollte man natürlich auch was trinken. Und da gucken wir natürlich, was der Wurfanker uns kostet. Ja, dann sollten wir aber. Hä? Heilköder. Kann ich den noch nicht bauen? Ach nee, der war hier, ne? Da ist er ja. Steine. Okay, Steine hatte ich doch aber, oder? Ja, Steine habe ich. Herstellen. So. Okay, wir haben alles um. Wir haben alles. Ne? Wir haben alles, um von Bord zu gehen. Das ist sehr, sehr cool. Aber bevor wir von Bord gehen, ich versuche natürlich erstmal das Fass hier zu kriegen. Das war sowas von daneben. Die Insel da vorne ist nicht lohnenswert. Ich werde mir natürlich das wegwerfen. Auf jeden Fall eine zweite Lagerkiste bauen, denn ich weiß genau, dass wir Schrott brauchen. Mist, ich habe alles in. Ich brauche dringend Fass. Wo ist er denn? Ah. Da ist der neue Hai. Ja, wie schon gesagt, es dauert immer nicht lange, dann kommt der auch wieder. Fässer können natürlich auch in den Fangnetzen landen, das für die, die es nicht wussten, das ist wirklich so. Das war der Beweis. So, was wollte ich eigentlich machen? Ich brauche Schrott. Also ohne Schrott geht nicht, denn ich möchte natürlich meine Sachen, die ich habe, nicht verlieren. Und wenn man, auch wenn man mit Haiköder arbeitet, es passiert halt doch, dass man ein bisschen weiter wegtaucht vom Floß, dann nicht rankommt und ja, dann stirbt. Und dann möchte man natürlich, ich sage mal, bloß das verlieren, was man gerade frisch eingesammelt hat und nicht das, was man sich in mühevoller Arbeit erarbeitet hat. Und zack, da wäre es uncool, wenn wir... habe ich das jetzt weggeschüttet? Ich bin ja blöd. Das ist ja ein Wahnsinn, wie clever ich manchmal bin. Und das heißt, die nächste Insel wird es noch nicht werden, so wie es aussieht, weil... Naja gut, in der Not schmeiße ich es aufs Deck. Komm, also die nächste Insel wird's. Wobei, nächste Insel wird's ist natürlich so eine Geschichte. Ein Paddel wäre gut, ne? Ein Paddel wäre wirklich gut, dass wir das auch hätten, weil sonst kommen wir gar nicht zu der Insel, zu der wir kommen wollen. Also, ne, das wär echt eine gute Idee, ein Paddel zu haben. So, jetzt könnte ich hier eigentlich, im Moment, brauche ich Nägel. Nee, ich möchte es nebendran legen. Das müsste doch eigentlich auch gehen von hier aus, oder? Sammelnetz. Ich hätte gedacht.
Habe ich mich wohl wirklich getäuscht. Ich dachte, das geht. Falsche Taste. Geht auch von hier aus. Dann muss ich das doch hier machen. Oh Gott, das ist immer diese Sucherei. Ey, ich würde mich da nie dran gewöhnen, wo was ist. So, da haben wir nämlich jetzt hier auch noch ein weiteres Sammelnetz, was auch gut ist. Und dann haben wir hier auch noch was zu essen. Das ist ganz, ganz gut. Und Hai schmeckt ja so lecker. Also in Raft. In Wirklichkeit schmeckt es auch. Aber man sollte es trotzdem nicht tun. Also zumindest nicht die Haie, die unter Artenschutz stehen oder die bedroht sind. Ne? Also das. Aber ich glaube, das brauche ich jetzt nicht zu erklären, das versteht sich. So, was habe ich gesagt, würde ich gerne haben wollen? Da war doch irgendwas Schrott. Genau, Schrott wollte ich haben. Warum wollte ich Schrott haben? Ich habe es schon wieder vergessen. Mist. Ach, für eine Kiste. Was fehlt jetzt? Seil. Ja, super. Irgendwas ist doch immer. Und was auch super wäre, wenn man auf die Insel geht, ist. Moment. Ist tatsächlich. Apropos Insel ist eine in der Nähe. Ich bin irgendwie lost. Ja, ist ja auch kein Wunder, ne? Bist ja mitten auf dem Meer. Und Schrott ist immer gut. Und da wäre halt so eine Insel jetzt super praktisch. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.